Aber schauen wir uns noch einmal 1. Mose Kapitel 2 an und was Gott klar und deutlich gesagt hat, hier angefangen Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, dann wurden also auch von dem Baum des Lebens. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Wir werden gleich sehen, was der Baum der Erkenntnis eigentlich symbolisiert hat. Denn es waren zwar buchstäbliche Bäume hier, aber es waren eben auch Bäume, der Baum der Erkenntnis, der Baum des Lebens, die etwas symbolisierten, die etwas darstellten. Wie ich sagte, der Mensch entschied sich, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und Gott sagte, wenn du das tust, an dem Tage, da du das tust, wirst du sterben. Und eine bessere Übersetzung wäre, an dem Tage, da du das tust, wirst du in deinem Prozess, deiner Entwicklung fortfahren, zu sterben. Man kann übersetzen, so sagt es eigentlich das Hebräische, sterbend wirst du sterben. Nun, was bedeutete nun der Baum der Erkenntnis? Das Wort Erkenntnis ist interessant, denn es hat zu tun mit etwas, was man herausfinden will, was man entdecken will, was man beobachten will, durch gewisse Experimente erkennen will, realisieren will. Letztendlich geht es darum, dass der Mensch für sich die Entscheidung trifft, zu erkennen, was gut und böse ist. Gott hatte den Menschen gesagt, was gut und böse ist, aber sie wollten das nicht anerkennen. Sie wollten selbst zu dem Schluss kommen. Und es wurde gesagt, auf richtige Weise gesagt, dass was hier jetzt geschah, als jetzt Eva vom Baum der Erkenntnis aß, das war letztendlich nichts weiter als das erste wissenschaftliche Experiment. In 1. Mose Kapitel 3 und Vers 5, da sagt nämlich Satan zu Eva, Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werdet ihr nicht sterben, nicht wahr? Das hatte Gott gesagt, nein, er sagt, da werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, erkennen, bestimmen, für euch selbst bestimmen, was gut und böse ist. Und wie hat das jetzt Eva angestellt? Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen, das Wort wäre, steht nicht im Urtext, und dass er eine Lust für die Augen, das Wort wäre, steht nicht im Urtext, und verlockend, weil er klug machte. Und dann nahm sie von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann. Und der aß. Mit anderen Worten, zunächst einmal schaut Eva sich diesen Baum an. Und dann sieht er sehr verlockend aus in ihren Augen. Und dann ist die Idee, ja, wenn ich jetzt davon esse, dann werde ich klug, dann werde ich weise, dann werde ich erkennen, was zu tun ist. Das ist genau das Prinzip des wissenschaftlichen Experimentes. Zunächst einmal schaut man sich etwas an, dann überlegt man sich, weil es sieht jetzt sehr verlockend aus, was das Endergebnis sein könnte, dass man das wirklich dann durchführt und dann versucht man es durchzuführen, um zu diesem Endergebnis, diesem sogenannten verlockenden Endergebnis zu kommen. Und genau das ist das, was heute geschieht, gerade auch in der wissenschaftlichen Welt. Ich möchte Ihnen jetzt eine Warnung vorab geben. Wir werden in unseren Weltnachrichten, und wenn Sie diese Predigt hören, werden wir möglicherweise das bereits schon veröffentlicht haben. Wenn nicht, wird es in Kürze geschehen. Es wird diese Woche noch geschehen. Wir haben da einige Artikel. Schreckliche Artikel eigentlich. Die aber doch zeigen, wie verderbt, wie verdorben die Welt ist und die wissenschaftliche Welt ist. Es geht da um Experimente. Grausame Experimente. Ich möchte hier Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben, um Ihnen deutlich zu machen, was diese wissenschaftlichen Experimente heute uns antun, den Menschen antun, den Tieren antun. Und in diesen Artikeln wird klar und deutlich davon gesprochen, dass wenn es um die grausame Verwendung abgetriebener Babyteile für zweifelhafte wissenschaftliche Forschung in Amerika geht, ein neuer Bericht zeigt, dass Dr. Anthony Fauci hinter dem größten Teil der Finanzierung steckt, einschließlich der Unterstützung von Transplantationen von fetaler Lunge, Leber und der Thymusdrüse, also menschliche Organe, in Mäuse. So, dann hören wir von grausamen Experimenten, bei denen die Skalpe
abgetriebener Babys auf Nagetiere implantiert worden und von anderen Forschungen mit Körperteilen abgetriebener Babys, wobei Babys möglicherweise lebend bei Abtreibungen geboren werden. Die skalpierte Kopfhaut abgetriebener Babys im zweiten Trimester wurden auf die Kopfhaut von Nagetieren verpflanzt und das menschliche Immunsystem wurde damit untersucht. Fauci wurde da zur Rede gestellt. Schauen Sie, was er gesagt hat. Die Experimente gingen durch alle geeigneten Richtlinien und Überwachungen. Damit war seine Erklärung abgegeben. Außerdem wurde ein Experiment aufgedeckt, bei dem Hunden Kokain injiziert wurde und bei dem in Dutzende kleiner, junger Beagles experimentelle Drogen injiziert wurden, bevor sie getötet und seziert wurden. Fauci genehmigte das Durchtrennen der Stimmbänder der Beagles, damit sie nicht weinen konnten, während sie gefoltert wurden. Im Jahre 2016 genehmigte Fauci Experimente, bei denen infektiöse Sandfliegen an Beagles festgeschnallt wurden, um sich 22 Monate lang von ihnen zu ernähren, bevor die Beagles getötet wurden. Fauci wird auch vorgeworfen, ein Projekt finanziert zu haben, bei dem Beagles mit krankheitserregenden Parasiten infiziert wurden, um ein experimentelles Medikament zu testen. Sie sperrten Beagles 9 Nächte lang alleine in Käfige in der Wüste ein, um sie als Köder zu verwenden, um infektiöse Sandfliegen anzulocken. Auch hier wiederum wurde Fauci befragt. Ein Sprecher von Fauci sagte, Tierversuche sind bei der Entwicklung von Medikamenten, Impfstoffen und anderen medizinischen Geräten wesentlich. Und wir sagen noch viel mehr über die unglaublich brutale, gemeine Foltertaktik, die von Fauci finanziert wird, auch davon, dass die linksgerichtete Massenmedien versuchen wollen, dies zu beschönigen oder sogar zu verneinen, aber die haben da keinerlei Erfolg mit dieser Verneinung. Das ist die Welt, in der wir leben. Das sind die Wissenschaftler, die sogenannten Götter in Weiß, die uns dann auch noch einreden wollen, wie wir uns zu verhalten haben im Hinblick auf die Coronavirus-Situation. In meinen Augen hat so jemand wie Fauci total alle Glaubwürdigkeit verloren. Dem würde ich nichts mehr glauben. Ein Mensch, der eine solche Situation befürwortet, ob es jetzt um die abgetriebenen Babys geht und dann die Organe vielleicht sogar von lebenden Babys benutzt, um sie auf Tiere einzuwirken zu lassen oder dort einzupflanzen und dann diese Folterungen von Tieren. Dieser Mensch hat für mich überhaupt keinerlei Relevanz mehr. Und wenn Ärzte und Wissenschaftler so etwas befürworten, dann haben die für mich auch keine Relevanz mehr, keine Glaubwürdigkeit. Was sagte Schiller schon? Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz. Und dann an anderer Stelle, jedoch das Schrecklichste der Schrecknisse ist der Mensch in seinem Wahn. Und genau das erleben wir heute. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Und wir werden jetzt sehen, wieso es dazu gekommen ist. In 1. Mose 3 und Vers 5, das hatten wir gerade gelesen, Gott weiß, an dem Tage, an dem ihr davon esset, da werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Schauen Sie, er sagte mehr oder weniger der Eva, dann werdet ihr wie Gott sein. Dann werdet ihr Gott sein. Satan will derjenige sein, den man anbetet. Er wollte sich natürlich hier als der Herrscher über die Menschheit aufschwingen. Und hat es später auch getan, als er damals zu Christus kam und Christus verführen wollte und versuchen wollte. Und zu ihm gesagt hat, wenn du mich anbetest, dann werde ich dir alle diese Reiche geben. Dann brauchst du durch diese schreckliche Leidenszeit und den Tod und so weiter gar nicht zu gehen. Dann kriegst du jetzt schon die Herrschaft über die Erde. Aber natürlich war das alles eine Lüge und Christus wusste das ohnehin auch. Aber der Mensch glaubt Satan, anstelle dass er Gott glaubt. Und er hat sich Satans Weisheit zu eigen gemacht, anstelle dass er sich Gottes Weisheit zu eigen gemacht hat. Und so bestimmt er, entscheidet er, was gut und was böse sei. Und er meint, diese wissenschaftlichen Experimente, von denen ich gerade sprach, die seien gut, die seien im Interesse der Menschheit durchgeführt. Und in Gottes Augen sind das abscheuliche, niederträchtige, gemeine Folterungen, Experimente an Menschen und Tieren. Nun, es ist prophezeit, im Buch der Offenbarung wird davon geredet, dass Organe verkauft werden, menschliche Organe.
Aber Gott sagt, es ist dieses schreckliche Babylon, das zerstört werden wird, wenn Christus zurückkommt. Schauen wir uns einmal kurz Jesaja Kapitel 5 an. Und Vers 20. Jesaja 5 und Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer Süß und aus Süß Sauer machen. Wehe denen. Aber wie ich sagte, Eva hat sich diesen Baum angeschaut und ist zu dem Schluss gekommen, wenn ich davon esse, dann werde ich klug, dann werde ich weise. Aber es war nicht die Weisheit Gottes, die hier angeboten wurde, es war die Weisheit aufgrund menschlicher Experimente. Es war letztendlich die Weisheit, die von Gott, nicht dem wahren Gott, sondern dem Gott dieser Welt, kommen würde. Es war satanisch inspirierte Weisheit und der Mensch hat diese Weisheit immer und immer wieder angewandt und tut es heute auch noch. Aber das Resultat, das Endresultat dieser Weisheit ist was? Der Tod.